for. Stellen Sie das sehr gut, wenn die Schläge kommen von Sato. Ist dann weit genug weg, sodass der keine Wirkung erzielen kann. Hier trifft die linke von Sturm, dann auch mal die linke von Sato. Der Halle gefällt's, die Kulisse. Erstaunlich hier in Krefeld, die Halle restlos ausverkauft. Sturm ist zu einem echten Publikumsmagneten geworden. Erstmals seit Jahren gibt es sogar mal wieder Stehplätze beim Boxen. Ich erinnere mich, das letzte Mal gab es das 96 bei Dajos Michalczewski gegen Rocky. Rocky Gianni am Hamburger Millantor. Wieder so eine linke von Sturm. Sato kennt nur eins, eine Gerade gehört offenbar nicht dazu, versucht jetzt mal einen Aufwärtshaken, schlägt immer mit links und rechts über die Außenbahn, aber viel auf die Deckung von Sturm und er selbst stoppt jeden Schlag von Felix Sturm mit dem Kopf und irgendwann wird das die entscheidende Wirkung auch erzielen. Und sehr sauber das Ganze. Kaum mal die Gelegenheit für Luis Pabon aus Puerto Rico, den Ringrichter da einzugreifen. Und immer wieder kommt sie herausgezuckt, diese beeindruckende Linke von Felix Sturm. Sie erinnern sich vielleicht noch an ältere WM-Kämpfe von Felix Sturm. Da ist er ja häufig weggelaufen vor den Gegnern und hat dann als Konterboxer agiert. Aber hier ist er, und das habe ich Ihnen ja zu Beginn schon gesagt, das ist sein Konzept in diesem Kampf. Er will Sato die Stärke im Vorwärtsgang nehmen, will ihn attackieren, will ihn in den Rückwärtsgang zwingen. Und das gelingt ganz hervorragend. Und dabei ist Felix Sturm bei der Deckung sehr geschlossen. Er hat ja einmal so einen offensiven Kampf geführt gegen den Spanier Castillejo 2006. Und da ist er dann prompt K.O. gegangen, weil er mitschlagen wollte, weil er zu offen war. Und jetzt diese Rechte. Zum zweiten Mal in diesem Kampf kommt sie. Und wieder dieser linke Jab, dieser faszinierende linke Jab von Felix Sturm. Die Augen von Sato werden schon ein bisschen dick. Kein Wunder, weil er jede Linke fast von Sturm nimmt und sie mit dem Kopf stoppt. Der wartet da drauf, ne? Okay. Stehst schön, du musst tief stehen dabei. Denk daran, wenn du die bringen willst. Tief stehen, immer wieder das Zentrum suchen, sofort antworten, wenn er aufhört. Und pass auf, der will immer reinlocken dich in die Dinger, okay? Der wirkt konditionell super drauf. Felix Sturm hat sich 3,5 Monate auf diesen Kampf vorbereitet. Hier, das ist diese linke, die Sato jedes Mal nimmt. Und da war ihm offensichtlich auch schon ein bisschen die Sicht genommen. Er wischte sich das rechte Auge frei und er hat gepumpt. Matthias Steiner, gefällt das auch, dem Sportler des Jahres. Er hat gepumpt, der Japaner, in der Ringpause zur vierten Runde. Also gar keine Frage, wer hier vorne liegt. Felix Sturm. Sato hat abgekocht, 12 Kilo, ist ja eine Gewichtsklasse höher aktiv gewesen, bislang hauptsächlich im Supermittelgewicht. Sein Hobby sei Essen, sagte er uns, er könne an nichts Leckerem vorbeigehen.
und versucht jetzt Felix Sturm über die Außenbahn wieder zu knacken. Vielleicht auch, weil er merkt, dass ihm die Kraft langsam ausgeht. Und dann nimmt er gleich wieder diesen Jab. Ein-, zweimal von Felix Sturm. Und so klar, eindeutig haben Sie es gesehen, 3-0 für Sturm, keine Frage. Und zum dritten Mal in diesem Kampf diese herrliche Rechte von Felix Sturm. Die Entdeckung der Schlagkraft beim WBA-Weltmeister. Die Rechte oft nur früher ein Alibi. Und hier ist sie schon dreimal gekommen in diesem Kampf. Und jedes Mal war sie voll im Ziel und erzielte volle Wirkung. Großartig. Wirklich erstaunlich, wie er sich weiterentwickelt hat. Hierhin war mal Zufallsweltmeister, kurzfristig eingesprungen für Bert Schenk, der krank war, der verletzt war. Und dann diese Entwicklung, auch wenn er natürlich aufpassen muss. Darf sich nicht in den Rückwärtsgang drängen lassen vom Japaner, sondern muss weiter so attackieren, kommt über die Außenbahn. Linker Haken, dann eine rechte hinterher. Und da war er mal eine Sekunde unaufmerksam und prompt nahm er zwei, drei Schläge von Sato, der aber sehr, sehr viel auf die Deckung schlägt. Und diese linke ist eine Offenbarung von Felix Sturm. Jede, ja fast jede davon sitzt im Ziel. Und irgendwann muss doch Sato da resignieren, dass er kein Mittel findet gegen diesen Jeff. Wieder einer. Also Felix Sturm ist wirklich zum Konzeptboxer geworden. Er hat sich's vorgenommen, anzugreifen. Er hat sich's vorgenommen, diesen Kampf zu führen und zu gewinnen mit dem linken Jab. Und dieses Konzept geht voll auf und dann kommt auch noch die rechte. Und ich zähle das einfach mal mit, weil das so selten bisher bei ihm der Fall gewesen ist, dass er solche Wirkung erzielt, Felix Sturm, mit der rechten Schlaghand. Das war die vierte Rechte. Yes, auf Deutsch gestellt, ja. So sieht ein Boxer aus, der deprimiert ist, der fertig ist, psychisch leidet unter diesem linken Jab und unter